Ich möchte losstarten mit Statistik, was jetzt Steffen vorhin aufgezeigt hat, dass 70% der Trader Geld verlieren. Nach meiner Erkenntnis sind es 20. Gehen wir davon aus, dass die restlichen 10 sind einfach die Break-Even-Trader und nur 20% da nachhaltig Geld verdienen an der Börse. Mein Ziel mit diesem Webinar, mit dieser Präsentation, eure Chance zu erhöhen, zu den 20% der profitablen Trader zu gehören. Und unter anderem ist die Auswahl des richtigen Trading-Ansatzes ist A und O, wie ich gleich zeigen würde. So, kurze Vorstellung, wer ich bin. Ich heiße Max Schulz. Mein erstes Interesse für die Börse wurde entfacht während meines BWL-Studiums mit Schwerpunkt Finanzen. Durch die Wahlfächer bin ich auf die Börse gekommen. Dann hatte ich ein steiniges und kurvenreiches Weg, wie wahrscheinlich viele angehende Trader es gehabt haben. Ich habe vieles ausprobiert und dann bin ich auf COT Trading, auf Swing Trading nach COT Daten gekommen, was jetzt mich sehr angesprochen hat, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch schon voll berufstätig war. Ich habe mich in dieses Thema einarbeitet, habe das einstudiert und 2014 war mein Start mit dem Echtgeldhandel. Ich wurde zu Beginn gleich erfolgreich. Es lag auch daran, wie ich auch später zeigen werde, dass ich mich auch gründlich vorbereitet habe. 2016 waren meine Gewinne stabil und das Konto ist gut angewachsen. Ich hatte viel Selbstvertrauen und die Entscheidung war gefallen. Ich habe meinen Job gekündigt und bin dann Vollzeit-Trader geworden, wobei Swing Trading, Vollzeit Swing Trader bedeutet nicht, dass man den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt. So startete auch 2016 mein Trading Blog www.insideweek.de, weil ich war ja noch relativ jung und hatte Tatendrang verspürt und wollte unbedingt was machen, auch was mit Trading zu tun hat. Und meine Idee war, einen Trading Blog zu starten, um dort das alles zu liefern, was mir gefehlt hat, wo ich angehender Trader war. Mein Highlight meiner Karriere, das hat der Steffen schon mal angesprochen, das ist 2017 Platz 3 beim World Cup Championship of Future Trading. Ich habe da 111% Rendite erreicht und damit den dritten Platz belegt. Ich wurde auch nach Chicago eingeladen, auf die älteste Rohstoffbörse in USA, in Chicago, und habe dort meinen Preis überreicht gekriegt. War ich auch sehr stolz drauf. Dann hatte ich 2018 das Babyjahr, also Babypause, weil wir haben unser erstes Kind bekommen. Das war sehr aufregend, weil das erste Kind war. Dann war auch gleich das zweite Kind da. Deswegen dachte ich mir, okay, also jetzt habe ich die Sache mit den Kindern durch. Das war sehr aufregend, aber jetzt widme ich mich wieder dem Trading und 2019 habe ich dann erneut teilgenommen bei Derivate World Cup Championship. Das startete dann etwas später im Mai. Das Wettbewerb läuft, aber zum 31.12. war ich erneut auf Platz 3 mit 109%. Also da, mein Ergebnis habe ich fast wiederholt und aktuell bin ich aber auf dem Platz 1. Also das heißt, hier auch versuche ich konstante Ergebnisse zu liefern und auch dieses Jahr bin ich bei dem Hauptwettbewerb dabei. Ich versuche dann auch quasi dieses Jahr Platz 1 zu machen und den Pokal nach Deutschland zu holen. So, das ist mein Werdegang und als nächstes möchte ich auch meinen Werdegang als Trader aufzeigen. Gestartet mit 14.000, 2014 ist das Konto jetzt mittlerweile auf 500.000 angewachsen. Also meine Kontoentwicklung seht ihr hier und bis 2016, wie ich vorhin aufgezeigt habe, bis April 2016 war ich voll berufstätig und man sieht auch, dass auch während dieser Zeit Konto stetig gewachsen. Später habe ich weiterhin das Trading betrieben nach derselben Swing-Strategie, nach COT-Daten, habe ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt, aber da kamen andere Sachen wie zum Beispiel Trading-Blog, insideweek.de. Es kam auch Coaching dazu, das Mentoring. Aber wie wir gleich später sehen werden, ist der Zeitaufwand, was jetzt mit Trading verbunden ist, war oder ist der gleiche, als ich es hatte, wo ich noch in der Vollbeschäftigung war und neben dem Beruf getradet habe. So, Swing Trading für Berufstätige, das ist die Agenda für das heutige Webinar. Als erstes wollen wir versuchen, um rauszukriegen bzw. zu schauen, ob die Handelszeiten überhaupt zu meinem Leben passen. Eine ist berufstätig, der andere ist vielleicht mal Arbeit in Schichten, der dritte ist vielleicht in der Bäckerei von früh von 4 bis 12 Uhr. Deswegen
möchte ich hier aufzeigen, beziehungsweise möchte ich eine Grafik aufzeigen, mit der man leicht rauskriegt, ob oder welche Trading-Stil für einen geeignet ist. Hier besprechen wir als weiteren noch Daytrading und Swing Trading. Wieso Daytrading? Weil Daytrading ist das populärste Trading-Stil laut Google Search Suche. Ich habe dort nach Daytrading Suchergebnissen geschaut, nach Swing Trading. Also Daytrading übersteigt deutlich die Anfragen den Swing Trading. Das heißt, das Thema Daytrading ist super populär und viele, die sehr aktiv sind bei YouTube, pushen das Thema hoch mit Daytrading, schnelles Geld verdienen, also immer Action an dem Markt und immer dabei zu sein. Wir werden aber später die beiden Trading-Stile, Daytrading und Swing-Trading, vergleichen und schauen, was es am besten passt für einen Berufstätigen. Dann zeige ich als nächstes eine einfache und robuste Swing-Strategie. Und zeige auch, wo man kostenlose Informationen über Swing Trading sammelt. Und dann zeige ich auch, wo man praktische Trading-Erfahrung sammelt, weil Theorie ohne Praxis bleibt Theorie. Es wird nie zur Erfahrung. Aus diesem Grund muss man das Wissen, was man bekommen hat, auch praktizieren. Erst dann wird das zur Erfahrung und Erfahrung, nur Erfahrung bringt ein Ergebnis. Und dann zeige ich noch die Weiterbildungsmöglichkeiten. So, wir fangen mit den Handelszeiten an. Wir sehen hier die Handelszeiten, europäische Handelszeiten, dann wir sehen auch die US-Handelszeiten und sehen auch die Arbeitszeiten eines durchschnittlichen Angestellten in Deutschland. Das geht von 8 Uhr bis 17 Uhr. Wenn man jetzt den Arbeitsweg noch mit einbezieht, dann denke ich mal, wird das für die meisten, die angestellt sind, auch zutreffen. Wie man sieht, in Deutschland ist zum Beispiel sehr populär das DAX-Trading. Wenn man sich überlegt, okay, ich möchte Trader werden und ich bin angenommen berufstätig, also so ging es mir, ich kann jetzt von mir erzählen, weil ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war berufstätig auch, ich habe für die Börse gebrannt, aber während meines Studiums, wo ich Student war und hatte eigentlich Zeit zu traden, da hatte ich einfach kein Geld, war auch unter anderem mein Glück, weil die Fehler, die ich damals gemacht habe, haben mir einfach wenig Geld gekostet. Und dann nach dem Studium, wo ich angefangen habe, als Angestellter zu arbeiten, habe ich angefangen, das Geld anzusparen. Und da war mein Mindset schon so weit, dass ich mir gesagt habe, alleine dauert es zu lange, das packe ich nicht. Ich gehe einfach in die Ausbildung. Und wenn ich die Ausbildung gemacht habe, dann ist meine Chance sehr hoch, dass ich in diesem Bereich profitabel werde. Für mich war es ja so, dass ich dann von vornherein verstanden habe, dass das Daytrading für mich leider nicht passt, weil meine Arbeitszeiten waren genau die gleichen. Also ich bin um 8 Uhr rausgefahren und dann um 17 Uhr war es zu Hause. Einmal was gegessen und da war schon 18 Uhr und dann ab 18 Uhr konnte ich mich nur an Desk setzen. Wie wir gleich sehen werden, ist die Sache auch seitens mathematischer Erwartungswert auch nicht ganz profitabel. Aber jetzt möchte ich erstmal noch kurz aufzeigen, wie mein Gedankengang damals war. Ich habe mir gesagt, okay, wenn das Daytrading, so wie man an diese Überlappung hier erkennt, zum Beispiel für DAX sowieso nicht, weil DAX ist ja impulsiv in den ersten Handelsstunden, das heißt zwischen 9 und 10, dann kann ich das nicht ausführen, weil ich kann ja nicht auf Arbeit auf die Toilette laufen und dann versuchen, da irgendwelche Trades abzusetzen. Das ist einfach kein Trading, das ist Spielerei, meiner Meinung nach, weil erstens wird dadurch meine Arbeit leiden, dadurch wird auch meine Psyche leiden. Drittens ist die Fehlerquote sehr hoch, weil gerade die Toilette ist jetzt nicht der beste Trading Room. So, dann, wenn man überlegt, okay, ich möchte jetzt die, also so war es bei mir, wenn ich mir überlegt habe, okay, ich möchte jetzt dann US-Börse handeln, dann US-Börse eröffnet nach deutscher Zeit 15.30 Uhr zum Beispiel. Und auch in den ersten Stunden sind die meisten großen Bewegungen, wo auch sich viele Daytrader rumtun oder beziehungsweise die meisten Daytrading-Strategien sind auch auf diese Zeit zugeschnitten, auf die ersten Handelsstunden, die liquidesten und auch von dem Momentum her, die am stärksten sind. So, dann blieb nicht viel übrig. Wie gesagt, nur diese Late Session von 18 Uhr bis 23 Uhr. Die Auswertung zeige ich jetzt noch später. Ich habe dann verstanden, beziehungsweise ich habe dann auch Larry Williams angehört und Larry Williams hat gesagt, Daytrading, Intraday-Trading ist viel schwieriger, weniger profitabel, viel einfacher ist mit Swing-Trading anzufangen, weil das auch leichter zu erlernen ist und auch profitabler ist von dem mathematischen Erwartungswert.
So, dann habe ich mich auf das Swing Trading fokussiert und bei uns gab es eigentlich zwei Richtungen. Das eine war Swing Trading, das andere war automatisiertes Trading, weil beides erlaubten uns dann neben dem Beruf zu traden. Sowohl Swing Trading, wo man End of the Day tradet, erlaubte uns neben dem Beruf zu traden, weil beim Swing Trading, jetzt im Bereich von COT-Daten, man macht seinen Wochenplan am Sonntag. Am Sonntag hat man dafür Zeit, 2, 3 Stunden. Und unter der Woche braucht man nur Viertelstunde, um diesen Plan umzusetzen. Also war ideal für uns. Und die Umsetzbarkeit des Plans war auch zwischen 20 und 21 Uhr. Also das passte für uns. Automatisiertes Trading war genau das Gleiche. Man konnte in der Freizeit programmieren, testen und konnte dann seine Handelssysteme laufen lassen unter der Woche, während man auf der Arbeit war, hat das Handelssystem dann am Markt agiert und nach Strategie getradet. Das Problem ist bei automatisiertem Trading, dass man dafür technisch affin sein müsste und wenn ich technisch affin wäre, dann hätte ich auch kein BWL studiert, sondern Ingenieurwesen oder irgendwas anderes Gescheites. Aber ich habe BWL studiert, auch unter anderem Grund, weil ich jetzt mich nicht stundenlang vom PC setzen möchte und da irgendwas zu programmieren, liegt mir einfach nicht. Und beim vollautomatisierten Trading muss man auch ganz ehrlich sagen, da verlagert sich die Tätigkeit vom aktives Trading in das Programmieren, Pflegen, Testen. Also das hat eher wenig was mit Trading zu tun, sondern eher was mit Programmieren zu tun. Und ich bin für die Börse. Ich begeistere mich für die Börse eigentlich, indem ich selber an der Börse agiere und nicht mein System laufen lasse und um die Pflege des Systems, um die technische Pflege des Systems mich kümmere. Also für mich war es das Thema Swing Trading nach COT-Daten zum Schluss übrig geblieben und ich habe mich diesem Ansatz gewidmet und das war für mich auch erfolgreich. So, schauen wir jetzt, vergleichen wir nebenberuflichen Daytrading, wenn man sich dann doch entschieden hat, Daytrading zu machen und nebenberuflichen Swing Trading. Und zwar beim Daytrading, wie ich vorhin gesagt habe, durch die Überlappung bleibt einem eigentlich nur die Handelszeit, wenn man jetzt die Indizes nimmt, weil zum Beispiel die Grains laufen bis 20:15 Uhr oder so. Aber wenn man jetzt die Indizes nimmt, dann hat man noch genug Zeit von 18 bis 23 Uhr. Das sind insgesamt 5 Stunden, wo man quasi die Trades dann absetzen kann. Gehandelt wird beim Daytrading in der Regel zwischen 1 Minute und 60 Minuten Kerzen. Es ist unterschiedlich, aber wir sprechen hier quasi vom Durchschnitt. Maximale Haltedauer, Daytrader sind vielleicht nach 3 Sekunden manchmal raus. Manchmal sind die komplette Session drin, reingekommen, 18 Uhr, rausgekommen, 23 Uhr. Zeitaufwand beim Daytrading ist meistens so, dass man die ganze Zeit vom Bildschirm bleibt. Und das andere Problem beim Daytrading, dass die Durchschnittsgewinne relativ klein sind und die Handelsgebühren an den Gewinnen zehren. So, ich möchte jetzt die psychische Unterschiede, die psychische Belastung jetzt noch nicht ansprechen. Darauf komme ich ein bisschen später, aber die spielen natürlich auch eine Rolle. So, beim nebenberuflichen Swing Trader Zeiteinheit, Tageskerze. Also wir haben sogar bei unserer Analyse-Software keine Realtime-Daten, weil wir brauchen die nicht. Uns reichen End-of-the-Day-Daten mit 15 Minuten Verzögerung. Wir aktualisieren einfach die Daten abends, schauen, wie die Tageskerzen aussehen und treffen unsere Entscheidung. Maximale Haltedauer zwischen 31 Tagen. Es gab tatsächlich Trades, wo wir 30 Tagen drin waren, ist aber eher Seltenheit. Ansonsten wird man zum Trend-Trader. Ja, Trend Trader ist quasi noch eine andere Möglichkeit, die man auch nebenberuflich ausüben kann. Ich möchte hier aber über Swing Trading sprechen, weil ich praktiziere diesen Trading-Stil und ich kann nur am besten darüber sprechen und berichten, was ich selber praktiziere. So, maximale Haltedauer 1 bis 30 Tage habe ich schon genannt oder Einstellung zwischen 21 und 23 Uhr. Das heißt, man hat die Zeit zwischen 9 Uhr und 23 Uhr, seine Order einzustellen und das Ganze nimmt nur Viertelstunde in Anspruch. Ich muss aber dazu sagen, dass man am Sonntag aber einen Aufwand hat zwischen 2 und 3 Stunden, wo man den Wochenplan aufbereitet und unter der Woche diesen Plan tradet. Dafür braucht man dann nur 15 Minuten.
So, Handelsgebühren sind zu vernachlässigen, weil unser Durchschnittsgewinn sehr groß ist. Also wenn wir 30 Tage in der Position bleiben, dann ist unser Durchschnittsgewinn da 2.000 pro Kontrakt. Und da sind natürlich die Handelsgebühren da mit 10 Dollar in der Summe, können wir dann vernachlässigen. So, hier ein Beispiel der Gewinnerwartung. Und zwar habe ich einen einfachen Test gemacht. Ich habe ausgewertet die Gewinnerwartung, wenn man jetzt Trade zum Beispiel S&P 500 auf dem Stundenbasis zwischen 18 und 23 Uhr und wenn man Swing Trading nach Tageskerzen betreibt und die Position quasi tagelang bleibt. Ist nur ein Test, deswegen das hat keinen Anspruch auf die Vollständigkeit, aber hier möchte ich einfach nur einen wichtigen Grundsatz aufzeigen und zwar bei diesem einfachen Test auf der linken Seite bin ich 18 Uhr. Nachdem ich dann nach Hause gekommen bin, gegessen, habe mich am PC reingesetzt, Position eröffnet und am 23 Uhr die Position geschlossen. Und beim Swing Trading jeden Tag zur Eröffnung Position eröffnet und zum Schlusskurs Position geschlossen. Man sieht, welchen Unterschied es macht, länger in der Position zu bleiben. Das heißt, wir haben hier in der Late Session, also zwischen 18 und 23 Uhr, gar keinen großen Gewinnerwartung. Also das heißt, es ist viel schwieriger, dann in dieser Zeit Geld zu verdienen, als wenn man zum Beispiel sich entscheidet und dann auf Tageskerzenbasis handelt. Je länger man in der Position bleibt, natürlich, desto besser. Dann könnte die Frage lauten, warum aber keine Buy-and-Hold-Strategie? Buy-and-Hold-Strategie kann man auch verwenden, aber leider sind wir für größere Drawdowns nicht bereit und verfügen gerne über unser Kapital. Unser Drawdown für unsere ganze Geschichte, jetzt seit 2014 bis jetzt, war nie größer als 10%. Deswegen gerne sind wir Swing Trader und keine Buy-and-Hold-Strategie, Befürworter. Aber auf jeden Fall zeigt das einen wichtigen Grundsatz und zwar, je länger man in der Position bleibt, desto höher ist der Gewinnerwartungswert. Diesen Test habe ich gemacht. Ich würde das auch jedem empfehlen, um einfach nochmal schwarz auf weiß zu sehen, was für einen Riesenunterschied es macht. Und man darf sich dann auch von diesem Mainstream nicht blenden lassen. Und wenn man jetzt keine Zeit hat zum Daytraden, weil man berufstätig ist, sollte man sich lieber nach einem Trading-Ansatz umschauen, was einem einfach besser passt und was auch von der Gewinnerwartung her einfach eine höhere Chance verspricht. Jetzt habe ich noch die Swing Trading Pro und Contra zusammengetragen. Vorteile, kein Konflikt mit Arbeitszeiten, weil wie gesagt, zwischen 21 und 23 Uhr hat jeder auch die Zeit, 5/4 Stunde Zeit, die Orders anzupassen oder die Stopp zu verschieben oder die Orders im Markt einzustellen. Deswegen ist das vielleicht nur mit den Schichtarbeitern das Problem, dass da sie die Zeit überschneidet. Aber ansonsten hat man als Angestellter kein Problem mit Arbeitszeiten, wenn man Swing-Trading-Variante gewählt hat. Geringer Zeitaufwand, ich habe bereits gesagt, also geringer Zeitaufwand, der größte Zeitaufwand fällt auf Sonntag als Hauptvorbereitung, als die Vorbereitung eines Wochenplans. Und unter der Woche haben wir dann einen wirklich sehr geringen Zeitaufwand. Manchmal sind wir am Anfang der Woche schon mit unseren Trades durch und dann hatten wir Rest der Woche frei. Insbesondere für mich als Vater zweier Kinder, Freizeit ist natürlich ein hohes Gut. Und wenn man sich überlegt, dass man als Daytrader abends kommt und zwischen 18 Uhr bis 23 Uhr am PC sitzt und keine Zeit für Familie hat, dann kann das nicht funktionieren. In meinem Fall nicht. Deswegen freue ich mich, dass der Swing Trading mir jetzt die Freiheit gibt, auch mit meiner Familie Zeit zu verbringen. So, geringe emotionale Belastung. Jetzt komme ich zu dem Punkt, was der Unterschied zwischen Day- und Swing Trading ist. Beim Day Trading macht man mehrere Trades pro 5 Stunden. Man sitzt die ganze Zeit am PC und das kann dazu führen, dass man höhere emotionale Belastung kriegt und auch kann dazu führen, dass man in sogenannten Tilt-Zustand verfällt, wo man um jeden Preis das verlorene Geld zurückgewinnen möchte und man macht immer mehr Trades und macht aber immer mehr Verlust und kommt aus dieser emotionalen Falle nicht mehr raus. Das kann wirklich ein Problem sein, ist aber kein Problem beim Swing Trading, weil zum Beispiel bei uns braucht der Pattern 2 Tage, bis er sich ausgebildet hat. Das heißt, wir wissen schon, Sonntag, wenn wir unseren Handelsplan gemacht haben, dann wenn alles nach Plan läuft, dann haben wir unser Einstiegspattern am Mittwoch, 2 Tage bis zum Einstiegspattern. Das ist halt beim Daytrading, ist ja dann, kann ja Sekundenschnelle sein. Deswegen ist bei uns die emotionelle
Belastung auch sehr gering. An dem Beispiel, welches ich vorhin aufgezeigt habe, habe ich auch aufgezeigt, dass hier eine höhere Gewinnerwartung vorliegt als zum Beispiel im Daytrading. Ich möchte hier aber die Daytrader jetzt nicht alle in eine Ecke stellen und sagen, dass die jetzt weniger verdienen etc. Aber es gibt jetzt immer Ausreißer, die vielleicht mal ein bisschen mehr verdienen etc. Aber hier reden wir vom Durchschnitt und wir sagen, dass im Durchschnitt mit Swing Trading einfach mit der Variante einfach leichter ist, mehr Geld zu verdienen. So, Nachteile sind, man muss lernen, über nach dem Trade zu bleiben. Also viele fragen mich dann, insbesondere die vom Daytrading kommen und möchten wechseln ins Swing Trading und sagen, was ist mit Übernachtrisiko? Ja, nicht alle möchten Übernachtrisiko auf sich nehmen. Zwar viele Börsen laufen jetzt im Electronic Trading Station fast 24 Stunden, also mit einer Stunde Unterbrechung. Dennoch gibt es Börsen, die wenig liquide sind, die auch längere Unterbrechungen haben. Und dann haben wir noch Unterbrechungen Wochenende oder wie wir jetzt gehabt haben, wegen dem Feiertag. Das heißt, wir haben 3 Tage, das war Samstag, Sonntag und Montag, wegen dem Feiertag in den USA, haben wir 3 Tage Unterbrechung. Und wir haben auch gesehen, dass viele Grains dann mit dem Gap nicht in unsere Richtung aufgemacht haben. Sowas passiert, aber das kann man über Risk und Money Management adjustieren. Das heißt, wenn man sieht, okay, Wochenende steht bevor, dann kann man auch die Position verkleinern und nicht wie sonst dann halt mit 2%, dann geht man halt übers Wochenende nur mit 1% in den Markt. So, man muss lernen, die Buchgewinne abzugeben. Also das heißt, es gibt oft beim Swing Trading, dass wenn wir 30 Tage in einem Trade bleiben, also jeder kennt die Kurse und jeder weiß, dass es selten die Situation gibt, dass der Kurs 30 Tage lang nur in eine Richtung läuft, sondern es läuft meistens zickzack. Also es gibt immer Impulswelle, Korrekturwelle. Vielleicht eine Stagnierung, wieder Impuls, Korrektur. Und das heißt, beim Swing Trading muss man damit leben, auch Buchgewinne abzugeben. Das heißt, man war ein Buchgewinn zum Beispiel 10.000 und dann kommt nach dem Impuls eine Korrekturwelle, man hat 5.000 wieder abgegeben. Und das heißt, man muss lernen, damit auch umzugehen. Aber Übung macht den Meister. Man lernt mit der Zeit auch, dass Buchgewinne keine Gewinne sind, sondern Buchgewinn wird nur zum Gewinn, wenn man es realisiert hat. So, man darf keinen Trade heiraten. Das hat auch den Nachteil, dass der Daytrader hat einen Trade eröffnet, hat einen Trade geschlossen, das war's. Und wir warten 2 Tage auf den Einstiegspattern. Dann wurden wir getriggert. Dann sind wir 2 Wochen in Position. Und man gewöhnt sich quasi an diesen Trade. Und oft passiert es so, dass man das nicht mehr hergeben möchte. Auch wenn der Markt gegen dich gedreht hat, dann denkst du, ah nee, das wird noch nach oben laufen. Und trifft hier falsche Entscheidungen, also bleibt zu lange einfach in Position. Oder auch das Problem ist, dass man das emotional länger in einen Trade gebunden ist. Ja? Und damit meine ich, also man darf keinen Trade heiraten, Trade ist ein Trade, also man eröffnet Trade, schließt den Trade. Und es gibt immer andere Trades, die warten oder andere Trading-Möglichkeiten, andere Setups. Deswegen, wenn man bei diesem Trade Buchgewinn abgegeben hat, und man hat die Position geschlossen, plus minus null. Man war vorher im Gewinn, aber jetzt ist nun mal so, dass man keinen Gewinn realisiert hat. Kein Problem, es gibt einen nächsten Trade und der wartet schon, getradet zu werden. So, 1 Jahr für die Ausbildung vorinvestieren, sowohl im Daytrading, aber ich denke mal auch in jeder Art vom Trading-Stil, vom Trading-Ansatz, muss man einen gewissen Vorinvestment machen. Also man muss in die Vorkasse gehen, man muss Zeit investieren. Und bei uns jetzt, das ist unsere Trading-Erfahrung, weil wir machen auch Mentoring und Coaching. 1 Jahr braucht man ungefähr im Schnitt. Manche sind ein bisschen besser, manche wollen auch ein bisschen länger dabei bleiben und bleiben dann 1,5 Jahre. Aber im Schnitt braucht man 12 Monate für die Ausbildung. Das muss man vorinvestieren, damit man quasi auf diese angenehme Zeiten kommt. Am Sonntag 3 Stunden, unter der Woche 1/4 Stunde. Ja. Das heißt, man muss 1 Jahr in die Vorkasse gehen, muss Zeit investieren in die Ausbildung, damit man später dann quasi von den Vorteilen des Swing Trading auch profitieren kann. Aber ich denke mal, das ist bei jeder Sache so. Und wie wir gesehen haben, Trading ist eine Herausforderung, wenn man überlegt, 20% sind profitabel, die anderen 80% nicht. Das eröffnet natürlich große Verdienstmöglichkeiten.
Aber das ist auch ein harter Wettbewerb und das muss einem bewusst sein. Und aus diesem Grund muss man mit der Ausbildung oder mit der Vorbereitung auch sorgfältig umgehen, um sich gründlich vorzubereiten. Ich werde auch später einen 5-Schritte-Plan aufzeigen, mit welchem man auf jeden Fall ein erfolgreicher Swing Trader wird. So, jetzt kommen wir zu einer einfachen Swing-Strategie. Also die Strategie nutzen wir auch. Wir traden, wir haben eine Swing-Strategie. Unser Trading-Ansatz basiert auf COT-Daten. Ich würde aber auch jedem empfehlen, egal welche Swing-Strategie er sich zurechtlegt, dass diese Swing-Strategie am besten aus 3 Bestandteilen besteht. Und zwar, erster Bestandteil ist die fundamentale Analyse. Wir machen die fundamentale Analyse mit Hilfe von COT-Daten, von COT-Report. Die nennen sich Commitment of Trader Reports. Wir können aufgrund dessen, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde die großen Marktteilnehmer verpflichtet hat, ihre Position einmal die Woche zu melden, haben wir die Möglichkeit, ihnen in die Karten zu schauen. Das ist quasi eine kostenlose Insider-Information, die man legal und kostenlos bekommen kann. Also unser Trading-Ansatz liegt auf COT-Daten, muss aber nicht sein. Es gibt ja auch andere fundamentale Daten, die man benutzen kann, um die Richtung des Marktes zu bestimmen. Die Auswertung machen wir auf dem Wochenchart. Das heißt, auf dem Wochenchart mit Hilfe von COT-Daten bestimmen wir grob die Richtung des Marktes. Das ist kein Timing-Tool, aber der gibt uns grob die Richtung des Marktes. Und das ist das, was wir brauchen, um später dann durch die technische Analyse des Tagescharts und durch den Einsatz von Einstiegspattern dann in die richtige Richtung zu traden. Damit erhöhen wir wieder unser Erwartungswert. Wenn wir in die richtige Richtung traden, wenn wir wissen, wohin der Wind weht, dann können wir auch rechtzeitig uns positionieren und können dann quasi einfach bessere Trades machen und auch erfolgreichere Trades und die Gewinne erhöhen und die Verluste reduzieren. Also das alles dank fundamentaler Analyse. Deswegen würde ich jedem empfehlen, dass die fundamentale, wenn er keine fundamentale Analyse in seiner Strategie als Bestandteil hat, sollte er integrieren, weil, wie ich schon sagte, das erhöht den Gewinnerwartungswert enorm. Und da die meisten Trader kommen im Markt und werden begeistert von der technischen Analyse, geht quasi dieser fundamentale Bestandteil verloren, weil man hat auch viel leichteren Einstieg in die technische Analyse. Man legt ein paar Indikatoren auf dem Chart, ja, und sieht Regelmäßigkeiten, man ist schon bereit zu traden. Fundamentale Analyse ist so ein bisschen eigene Pflaster, was man sich erstmal einarbeiten muss. Und da ist die Einstiegshürde etwas höher. Man muss sich da einarbeiten, reinstudieren. Aber das wird auf jeden Fall euer Trading verbessern, wenn ihr eure Strategie um die fundamentale Analyse erweitert. So, jetzt komme ich zum letzten Bestandteil. Also unserer Meinung nach ist das das wichtigste Bestandteil. Wir haben auch ein Experiment gemacht bei uns auf der Webseite. Wir haben Videos aufgenommen, also Schulvideos, Schulmaterial aufgenommen für den ersten Bestandteil, also erste Säule, fundamentale Analyse, zum Timing, Einstiegstechniken und zum Risk- und Money-Management und haben das als einzelne Blöcke zum Verkauf angeboten. Und ihr könnt ja raten, welcher meistverkaufte Block es war. Ja, technische Analyse, also mittlere Block mit Einstiegstechniken, weil viele denken, dass der Einstieg super wichtig ist und dass das Risiko-Money-Management haben wir kaum verkauft. Also das hat keine interessiert. Fundamentaldaten war es quasi der zweitbeste Verkaufsmaterial, was verkauft wurde, aber Risiko- und Money-Management überhaupt kein. Wobei Risk- und Money-Management, das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Wenn man nicht gelernt hat, die Risiken zu kontrollieren, dann ist das die Frage der Zeit, wann man das Konto gegen die Wand fährt. Das heißt, es geht immer erstmal über die Risiken. Man sollte immer mit Stop-Loss traden. Man sollte immer die Positionsgröße richtig ausrechnen können. Man muss seine Risiken kontrollieren. Also das ist quasi der dritte und der wichtigste Bestandteil. Und wenn man diese 3 Bestandteile hat, dann hat man eine Swing-Strategie, die robust genug ist, um langfristig am Markt zu bestehen. Ich zeige jetzt anhand von unserem Beispiel, wie wir quasi die COT-Daten auswerten. Und hier unter www.insiderweg.de/COT-Daten findet man sowohl die Charts, also Wochencharts mit Wochenkerzen, wo man die Analyse machen kann. Man findet auch dort die Positionierung als absolute Zahlen der Marktteilnehmer. Und findet auch dort den COT-Index. COT-Index ist ein Axillator und mit Hilfe von diesem Axillator
stellen wir fest, wann der Markt in eine Verkaufszone und wann in eine Kaufzone ist. Die Originalquelle von COT-Daten ist die CFTC-Behörde in USA. Das ist eine offizielle Seite von der Regierung. Dort findet man die COT-Daten, aber in einer Form, die man sehr schwer verwenden kann. Das heißt, man muss sie auch noch aufarbeiten und die grafisch darstellen. Es ist einfach nur eine Tabelle. Und damit man die Daten besser lesen und auswerten kann, muss man die Daten verarbeiten, wie man hier sieht, auch darstellen in Form von einer durchlaufenden Linie oder zum Beispiel in Form von einem Indikator, wie in diesem Fall zu Index als Axillator. Das machen wir bei uns alles auf der Webseite und stellen das kostenlos zur Verfügung. Großen Marktteilnehmer melden die offenen Positionen, die Kontraktzahl, die die halten, per Dienstag. Die Behörde braucht aber 3 Tage, um die Daten aufzubereiten. Das heißt, die kriegen von allen Berichten, ja, fassen das zusammen, bereiten das auf im tabellarischen Format und posten das abends um 21.25 Uhr am Freitag. Und wir bereiten dann die Daten quasi am Samstag früh, stellen wir das auch bereit zwischen 9 und 11 Uhr, bei uns auf der Webseite das in der Form ansehen kann. Dann kommen wir zum praktischen Beispiel. Das, was ich jetzt aufzeige, die COT-Daten, gibt es nur für die US-Futures. Also alle anderen Länder sind leider nicht so transparent oder haben jetzt die COT-Report nicht und verpflichten jetzt die großen Marktteilnehmer nicht zu dieser Transparenz. Das machen nur die Amerikaner. Und deswegen, wie gesagt, die COT-Daten gibt es nur für US-Futures und wir handeln dann auch mit dieser Strategie nur US-Futures. Wir handeln auch direkt Währung-Future. Man kann aber auch die COT-Daten dafür benutzen, um die Währungspaare zu handeln. Dann kann man auch mit Kleinkonten switchen von einem Future, was eventuell für das Kleinkonto zu teuer ist zu handeln, dann auf CFD und die Trades dann auch mit CFDs umzusetzen. Und hier wird wiederum der Vorteil zwischen Swing Trading und Day Trading sehr interessant, weil wir haben gesagt, bei Day Trading sind die durchschnittlichen Gewinne kleiner. Das heißt, die Gebühren da schlagen sehr stark zu Buche. Und beim Swing Trading sind die Gebühren quasi schlagen nicht so stark zu Buche, weil die Durchschnittsgewinne größer sind, weil man länger in der Position bleibt. Ist Swing Trading natürlich für das Trading mit CFDs einfach besser geeignet. Ja, also man ist es auch möglich, mit CFDs die Strategie umzusetzen. Jetzt kommen wir zum praktischen Beispiel. Theorie ist gut, Praxis ist besser. Wir haben hier einen Wochenchart von Kanadien Dollar. Im Kanadien Dollar haben wir eine Bewegung nach oben gehabt und die Commercials positionieren sich immer antizyklisch. Ja, also das ist quasi einer der wichtigen Grundsätze, dass sie sich immer antizyklisch positionieren, weil die wollen immer einen Durchschnittspreis haben. Ja, die wollen, Commercials sind jetzt diejenigen, die ihre Produktionsprozesse sichern wollen. Und wenn wir jetzt bei Aldi reingehen, dann gehen wir bei Aldi rein, um ein Kilo Zucker zu kaufen. Dann steht der Preis von 1 Euro für ein Kilo und nicht einen Tag 95, das andere Tag 98 und dritten Tag 1,10 Euro. Das heißt, es ist sehr schwierig, die Preisschwankungen dann am Endverbraucher durchzugeben und man muss sich dadurch absichern und man strebt auch danach, einen Durchschnittspreis für sich abzusichern. Das heißt, wenn ein Trendbewegung in eine Richtung entsteht, dann positionieren sich die Commercials antizyklisch und es, an einem bestimmten Punkt gehen die dann in eine Verkaufszone, wie hier in diesem Beispiel aufgezeigt. Trend nach oben im Kanadien-Dollar war wochenlang, das sind Wochenkerzen, quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen lang und der COT-Index ist im Verkaufsbereich gerutscht. Nochmal, das ist kein Timing-Tool, das heißt, wenn er im Verkaufsbereich ist, gehen wir noch nicht in den Markt rein, das ist Wochenchart, in den Markt gehen wir rein erst auf dem Tageschart und ich zeige euch einen guten Trick, wo man quasi die Trefferquote vergrößern kann. So, wir gehen auf dem Tageschart und was sehen wir auf dem Tageschart? Wir haben bereits diesen Markt long gehandelt, aber hier geht es um Verkaufssignal. Also der Markt war hier oben und die hier oben war Verkaufssituation. Und der Trick darin ist, der Trend hat immer Vorrang. Wenn der Trend sich fortsetzen wird, dann kann COT-Index noch wie lange im Verkaufsbereich bleiben, aber Trend, wenn er läuft, dann kann er laufen und noch 2 Monate laufen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel beim Gold. Das heißt, der Trick besteht darin, Trendwechsel abzuwarten. Wenn wir Trendwechsel abwarten und nach allen Markttechniken ist hier ein Trendwechsel, weil wir haben diese Tiefs hier unterschritten, dann kann man in den Markt reingehen, dann kann man seine Einstiegspattern da verwenden, um dann in Richtung COT-Daten zu traden, in diesem Fall Short Trades. Wie man hier sieht, wurden wir im Markt getriggert
Unser Einstiegspartner ist hier relativ einfach. Da ich jetzt nicht in meine Trading-Software wechseln kann, beschreibe ich das eigentlich relativ simpel hier. Wir haben 18 Moving Average, simple 18 Moving Average als sogenannten Trendindikator. Wenn der Kurs unter 18 Moving Average fällt, mit zwei Bars reichen uns aus, um zu sagen, okay, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Trendwechsel. Ist einfach, warum 18 Moving Average? Das ist einfach erfahrungswert. Was ich, man kann 21, 22 verwenden, aber am Ende das nicht viel. Und wir sind bei 18 geblieben, das hat sich gut eingespielt. Wir sind auch zu alt für komplizierte Dinge. In diesem Fall war unser Gewinn jetzt durch diesen Short Trade 4.320, allerdings nicht pro Kontrakt. Wir haben hier mehrere Kontrakte gehandelt, weil wir ein Großkonto handeln vom 500.000. Selben Trade haben wir auch auf dem Kleinkonto gemacht. Kleinkonto in unserer Trading-Gruppe handeln wir auch eine Vorzeigekonto, ein kleines Konto, um die Trader von unserer Trading-Gruppe zu unterstützen, indem wir aufzeigen, wie wir ein kleines Konto handeln würden. Ja, und da handeln wir auch mit Echtgeld. Und hier haben wir $280 pro Kontrakt verdient. Ja, da sieht man, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tage in der Position waren und sehen, dass wir Hälfte vom Buchgewinn hier abgegeben haben. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man darf dem nicht nachtrauen. Ja, das muss man quasi lernen. Kommt aber alles mit Erfahrung. Das ist der Trade im Kanadischen Dollar. Relativ einfach auf dem Wochenchart. Fundamentale Analyse, der Markt ist übergekauft, bald Trade Trend, auf dem Tagesschart Trendwechsel abwarten, in den Markt reingehen und dann mehrere Tage in der Position bleiben, je nachdem, wo das Kursziel liegt. Ja, also Kursziel kann liegen hier unten als Unterstützung bei 0,7420 zum Beispiel. Meistens kommt der Kurs, vor allem Währungen pendeln sehr gerne in Ranges, kommt bis dahin. Wenn wir aber sehen, so wie hier, dass der Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit dreht, schließen wir die Position. Unser Ausstieg war hier nicht perfekt, aber wir haben Geld verdient und Gewinn ist Gewinn, da darf man nicht meckern. Weil wenn man nach perfekten Ausstieg strebt, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit im Schnitt Geld verlieren. So, wir haben hier, das war das erste Verkaufssignal, was wir hier gesehen haben. Der Kurs ist mehrere Wochen ist hier runtergefallen. Man könnte hier noch mehrere Short Trades absetzen. Wir waren aber für diesen Markt nicht mehr interessiert, weil bei uns im Portfolio handeln wir maximal 4 Positionen und wenn wir andere Positionen schon eröffnet haben, kommt dieser Markt dann für uns nicht mehr in Frage. Aber für diejenigen, die sich spezialisieren auf Währungen zum Beispiel, können mehrere Einstiege machen, weil die Richtung immer noch klar ist. Ja. So, dann war Ende vom Jahr nochmal erneut selbe Situation. Also wieder Commercial Index ist im Verkaufsbereich gerutscht und hier war noch saisonelle Trend auf unserer Seite. Also perfekte Situation. Wir sind auf den Tageschart gegangen. Gleiches Szenario, wieder Trendwechsel abwarten in den Markt rein. Hier waren wir etwas kürzer unterwegs. 4 Tage, $4.725 verdient. So, nächste Trade, S&P 500. Viele sagen, COT-Daten funktionieren bei Indizes nicht. Also wir sind anderer Meinung und handeln auch aktiv Indizes. Wir zeigen alle Trades, die wir gemacht haben, die sind bei uns auf der Webseite dokumentiert. In unserer Trading-Gruppe wurden die alle einen Tag vorher angesagt und als Handelsplan veröffentlicht, sodass jeder Zeit hat, sich dann richtig zu positionieren. Wir haben bei S&P 500 klaren Trend nach oben und sehen hier, dass der Commercial Index hier im Kaufbereich gekommen ist. Also perfekte Situation für uns, weil saisonelle Trends ist auch auf unserer Seite. So, wir gehen in den Markt rein, bleiben in den Bank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage und verdienen $15.525. Also 8 Tage Range mitgenommen. Und bei so einem Trend nach oben, 8 Tage Range ist gleich sehr viel Geld. Wir sehen hier, wenn wir Punkte ausrechnen, sind es ungefähr 50 Punkte. Ja. So, Next Trade Kaffee. Also wir traden alle liquiden Märkte. Das sind insgesamt 40 Future, 40 US-Future. Darunter sind Commodities, Indizes, darunter sind Bonds, 30-jährigen, 10-jährigen Bonds. Darunter sind auch Währungen und Metalle. So, wir sehen hier im Kaffee, Kaffee genauso knapp hier im Kaufbereich, ganz leicht angeschnitten, COT-Index. Also unser Kaufsignal ist entstanden. Hier war es ja so, dass wir hier quasi einen starken Trend nach unten hatten, aber der Kurs hat hier konsolidiert und scheint hier Boden gebildet zu haben. Also auf dem Wochenchart war die Chance hoch, dass die Bewegung nach oben steigt, weil COT-Daten haben Extrempunkt aufgezeigt, saisonelle Trend zumindest jetzt nicht gegen uns und gleich steigend. Auf dem Tageschart genau das gleiche, abgewartet, bis der Kurs über 18 Moving Average steigt, sich dann entsprechend positioniert.
So, und dann haben wir auch damit 19.760 verdient. Und mit zwei Kontrakten waren wir noch im Markt, sind noch länger dann der Position geblieben. Ich, Australien-Dollar, ich möchte jetzt nicht so viele Trades hier zeigen, weil die laufen immer nach demselben Muster. Australien-Dollar, das ist der Trade, was wir jetzt vor einer Woche geschlossen haben. Damit haben wir 16.000 verdient. Hier waren wir über 2 Wochen in der Position, ein bisschen länger sogar. Man sieht, dass wir die komplette Strecke hier mitgenommen haben. Gleiches Szenario, also COT-Daten waren hier short, Trend nach unten und wir warten hier, bis ein Trendwechsel eintritt. Wir sehen, nach Markttechnik ist auch ein Trendwechsel, höheres Tief, tieferes Hoch. Und dann gehen in die Position, nehmen die Strecke mit und verdienen ganz gutes Geld. Also immer gleich, wir machen immer das Gleiche. Wir machen so viele Trades, wir haben bereits nach COT-Daten über 400 Trades gemacht. Also der Vorteil ist, wir haben bei uns in unserer, weil wir dokumentieren alles, alle Trades, alle Handels, wir machen jeden Tag einen Handelsplan und das ist alles bei uns dokumentiert, seitdem wir unser Service haben. Das ist mittlerweile seit 2,5 Jahren. Das heißt, wenn du diesen Trade nachvollziehen möchtest, kannst du ihn ganz genau Tag für Tag nachvollziehen, weil wir jeden Tag Handelsplan schreiben und jeden Tag schreiben unsere Gedanken zu diesem Trade. Das heißt, du gehst bei uns in den Mitgliederbereich, gehst auf die Handelspläne, schaust du, in welche Woche es war und kannst ganz genau den Trade nachvollziehen. Wie viele Kontrakte, welche offene Position, wie haben wir den Stopp verschoben, warum sind wir ausgestiegen, ist alles dokumentiert. Das ist das, was so unsere Seite so wertvoll macht eigentlich, weil wir dort die ganze Dokumentation führen über Jahre schon. So, japanische Yen-Trade, der daneben ging, ja, eigentlich Unterstützung wurde hier gebildet, COT-Index im Kaufbereich, alles super. Aber Trading ist nicht perfekt, also das ist 100% wird man nie hier erreichen. Es gibt auch Verlusttrades, die gehören zum Trading dazu und auch ganz normale Bestandteil des Tradings. Und leider war dieser Trade nicht erfolgreich. Ja, also das ist auch sehr beruhigend, ne, dass das auch mal Verluste gibt. Auch bei jemandem, der unter den Top 3 bei der Weltmeisterschaft war, ne? Also insofern alles gut. Ja, also wie gesagt, Trading besteht auch aus Gewinnen und Verlusten, das ist ganz klar. So, ich möchte jetzt kurz mal noch aufzeigen eine interessante Seite zu COT-Daten, weil dort ist viele Sachen, Allgemeinwissen über COT-Daten, über COT-Index, wie er berechnet wird, also wirklich eine super Seite. Und zwar wird betrieben von einem der Ex-Coaching-Teilnehmer von uns, also der hat jetzt bei uns das Mentoring-Programm abgeschlossen, hat so eine Seite gestartet, COT-Daten.de, und veröffentlicht dort seinen Handel. Da sein Konto sehr klein war, also 25.000, beziehungsweise nicht sehr klein, sondern mittelklein war, 25.000, hatte sich auf das Trading in Speziellen auf die Währung fokussiert, weil die Währung, der Vorteil bei Währung, man kann bei Währung mit relativ kleinen Stops handeln und die sind dynamisch genug, um dann schnelle Gewinne zu bescheren. Also wenn er eine gute Bewegung gibt, dann ist dann 2, 3 Tage reichen aus, um da wirklich ein gutes Gewinn mit einem CRV von 1 zu 2 oder 1 zu 3 einzukassieren. Ja, und das ist ganz gut für das Kleinkonto, weil wenn man ein kleines Konto hat, möchte man natürlich schnell das Konto aufbauen, damit man später auch andere teurere Märkte handeln kann, wie zum Beispiel viele Metallemärkte. Also bis man Palladium handeln kann, dauert es natürlich ein bisschen, weil da die Stopp meistens so um die 8.000 bis 10.000 Dollar liegen pro Trade. Aber bei Währung ist das wirklich ein ganz gutes Beispiel, wie er das gemacht hat mit Kleinkonto. So, sein Konto, der hat sein Konto verdoppelt, also ist wirklich phänomenal, wie er das gemacht hat. Wir wollen jetzt ein paar Trades anzeigen. Das ist auch sein Trade gewesen im Australien-Dollar. Und zwar im Australien-Dollar ist er hier etwas früher reingekommen als wir, aber gleiches Szenario. Auf dem Wochenchart hat er das Signal, so wie wir es hatten, also gehabt, und dann auf dem Tageschart ist er etwas früher in den Markt reingekommen. Erstes Mal nicht erfolgreich, zweites Mal erfolgreich, auch die komplette Strecke mitgenommen. Und bezogen auf sein Konto von 25.000 war natürlich das ein Monsterergebnis. Andere Trades bei ihm genauso, mexikanische Peso wieder. Du siehst jedes Mal, dass wir uns nicht gegen den Trend positionieren. Sprich dafür, dass wir quasi nicht mehr breitbeinig da sitzen, als wo wir noch jung waren, sondern eher auf Sicherheit bedacht sind und lieber abwarten, bis der Trend wechselt. So, jetzt habe ich gute Nachricht für dich. Und zwar, wenn wir das schaffen, wenn ich das schaffe, wenn das jetzt der unser Ex-Coaching-Unternehmer von COT-Daten.de das schafft, dann schaffst du das auch. Weil wir sind jetzt nicht besser oder nicht schlechter, sondern jeder hat die Möglichkeit oder jeder hat die Chance, das zu schaffen. Man braucht nur einen richtigen Plan. Und wir haben einen 5-Schritte-Plan zum Erfolg aufgezeigt, weil wir sind diesen Weg auch gegangen. Und wir reden hier auch, alles, was ich hier aufzeige, rede ich hier von meiner eigenen Erfahrung, das, was ich alles umsetze. Das ist keine Theorie, sondern das ist nachgewiesene Praxis. Ich habe meinen Erfolg nicht nur auf der Seite dokumentiert, sondern auch
zweifach verifiziert von einer unabhängigen Stelle. Das ist jetzt von diesem Weltmeisterschaft. Und deswegen alles, was ich hier erzähle, hat Hand und Fuß und hat auch Bestand. Erster Schritt, sich in das Thema Swing Training nach COT-Daten einarbeiten. Ich hoffe, mit dieser Präsentation habe ich dazu beigetragen, dass ich euch, beziehungsweise dass die Begeisterung für das Thema erstmal gestiegen ist. Ich hoffe, ich konnte euch begeistern für das Thema, dass man erstmal das Daytrading so an die Seite schiebt und sagt, ja, als Familienvater brauche ich keinen zweisitzigen Sportwagen, sondern ich brauche ein Familienvan. Und Swing Training ist genau das Familienvan. Ja. Und ihr seid motiviert genug, um sich in das Thema einzuarbeiten. Ob Selbststudium dauert natürlich länger, mit Mentor geht es schneller, auch viel weniger Fehler. Das ist, denke ich mal, ein offenes Geheimnis. Schritt 2, historische Tests machen. Ich würde euch nie empfehlen, dann euch gleich reinzustürzen, mit eigenem Geld zu riskieren, weil meistens ist das ein hart verdientes und erspartes Geld. Und wir haben die Möglichkeit, Demo-Trading zu betreiben. Das ist wirklich ein Segen für viele angehende Trader, dass man das, was man gelernt hat, was man auch sich eingeeignet hat, die Strategie, die man verstanden hat, dass man das erstmal einen historischen Test an der History testet, dass man historische Tests macht, weil die historischen Tests geben dir viel Selbstvertrauen, den Trading-Ansatz. Bei uns war es genauso. Bevor wir dann angefangen haben, mit EG Trading zu handeln, haben wir den Trading-Ansatz auf die History getestet. Wir wussten dann ganz genau, was er kann und was er nicht kann. Wir wussten, wie viele Trades nacheinander waren, Verlust-Trades, wie groß war das Verlustrisiko bei diesen nacheinander folgenden Trades, wie hoch war Drawdown etc. Wir wussten alles über unsere Strategie. Wir wussten, was wir machen. Das ist, kriegst du nur raus, wenn du historische Tests machst. Das ist ganz klar. Dann Schritt 3, anfangen mit Demohandel. Warum das Demohandel wichtig ist? Weil Future Trading ist ein teures Business. Das heißt, die Fehler werden teuer, wenn man die Fehler macht. Aus diesem Grund, auf dem Demohandel hat man die Möglichkeit, erstmal alle Kürzel auszuprobieren, ob man überhaupt die richtigen Kürzel benutzt, ja, ob man jetzt das Richtige eingibt, ob man genau das, die Position eröffnet, die man öffnen möchte. Und das kann man alles am Demohandel durchtesten, weil unterschiedliche Broker haben unterschiedliche Kürzel. Der eine heißt G6C, bei anderen ist nur CG. Da ist man echt überfordert. Deswegen muss man auf Demokonto erstmal durchhandeln, alle Kürzungen rauszukriegen, ob das wirklich die sind. Und auch lernen, wie man diesen Workflow mit Einstellen vom Order, mit Verschieben von Stopp, damit man das alles richtig umsetzt. Ansonsten, wenn man im Echtgeldhandel startet, man möchte eigentlich Stopp-Order setzen, setzt aber Limit-Order rein und dann wundert man sich, warum man getriggert wurde. Also solche Sachen kosten dann gleich viel Geld. Das kann man vermeiden, wenn man erstmal Demohandel macht. Ich habe bei mir in der Gruppe, in der Trading-Gruppe, die gibt es ja seit 2,5 Jahren. Ich habe einen Kollegen, der hat seit 2,5 Jahren angefangen, hat erstmal ein halbes Jahr zugeschaut, hat versucht, die Strategie zu verstehen, sich einzulesen. Dann 2 Jahre lang ungelogen, also ich habe mit dem erst telefoniert, weil sich dann entschlossen hat für das Echtgeld-Trading. 2 Jahre lang hat er Demo-Trading gemacht. Hat gesagt, jetzt habe ich konstante Gewinne und jetzt bin ich bereit für das Echtgeld-Trading. Hat dann quasi seine Lebensversicherung gekündigt, hat das Geld ausgezahlt und jetzt ist er bereit für das Echtgeld-Trading. Also das ist natürlich eine Ausnahme, Extrempunkt, aber ich möchte an dem Beispiel aufzeigen, dass dieser Weg auch der richtige ist, erstmal im Demo-Trading konstant Geld zu verdienen. Es reicht auch ein halbes Jahr, wenn man sieht, ein halbes Jahr ist genug Strecke, damit man sieht, okay, man setzt alles rum. Es ist einem bewusst alles, was man macht, ja, und man verdient auch damit Geld, dann kann man auf das Echtgeldhandel übergehen und dann kann man sich quasi wagen, ja, und dann, wie gesagt, toi, toi, toi. Und wenn man Geld verdient hat, darf man nicht stehen bleiben und dann in die Weiterbildung investieren, aber ich denke mal, viele, die hier sind bei diesem Webinar, sind auch hier, weil das Trading auch eine Art Hobby ist, ja, und keines hier wurde hierher gezerrt, nur weil er das Geld verdienen muss, sondern weil er einfach sich dafür das Thema begeistert. Und bei mir ist zum Beispiel jede Weiterbildungsmöglichkeit, ich habe auch ein bestimmtes Budget, was ich jetzt in Weiterbildungskursen ausgebe, freue ich mich auf jeden Weiterbildungskurs, weil das ist immer für mich eine Bereicherung. Sollte man auch nicht stehen bleiben. Der Markt bewegt sich und wir bewegen uns auch. So, 5-Schritte-Plan habe ich jetzt aufgezeigt. Jetzt kostenlose Inhalte findet man auf www.insiderweg.de. Da gibt es Videos, was COT-Daten sind, wie wähle ich den richtigen Kontrakt, wie role ich den richtigen Kontrakt, was ist Drawdown. Wir waren letztes Jahr im Drawdown über mehrere Monate, 5 Monate insgesamt,
harte Phase. Wir sind das offen, transparent angegangen, haben gesagt, Leute, Drawdown ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn man Trading betreibt. Deswegen, je früher man sich dem Drawdown stellt, je früher man versteht, was die Natur vom Drawdown ist, desto besser. Ja, und deswegen gibt es auch viele Webinare zu diesem Thema, wie man die Ziele setzt im Trading. Dann würde ich auch empfehlen, beim surrogate-trading.de, auch er macht COT-Daten, der Adrian heißt, der Kollege Adrian Kömmel. Er hat aber auch unter Ausbildung, hatte viele Videos, was mit Future-Ansteige-Videos, also für Future-Trading, wo man allgemein so Überblick bekommt über Futures, Futures-Trading, COT-Daten. Deswegen auch, könnte auf dieser Seite, steht auch kostenlos zur Verfügung. Warum sollte man das nicht nutzen, wenn das kostenlos zur Verfügung gestellt wird? Andere Seite, COT-Daten.de, viele Artikel über COT-Daten, auch so Basic-Artikel über Futures und auch quasi ein Live-Projekt, wo man auch sehen kann, wie der Betreiber der Seite da performt, denke ich mal auch sehr interessant. Alles kostenlose Informationen. So, bei uns auf der Webseite, was ich jetzt vorhin auch gezeigt habe, das ist diese tabellarische Aufarbeitung der COT-Daten, wenn man dann auf den Kürzel auf den Zeichen von diesem Chart klickt, neben den Namen von Futures, gelangt man zum Wochenchart, wo man auch COT-Index und alle anderen Daten, die ich ja vorhin aufgezeigt habe, auch sieht. Auf der rechten Seite sieht man auch eine Spalte COT-Index und wir haben es farblich markiert, Verkaufs- und Kaufsituation aufgezeigt. Das heißt, man kann mit einem Blick da ganz schnell sehen, also bei welchen Märkten welche Situation herrscht. So, auf www.insiderweg.de/COT, Link wurde bereits gepostet in die Kommentare. So, Bücher würde ich empfehlen, Aktien, Rohstoffe, erfolgreich traden. Das ist Larry Williams, das ist derjenige, der die COT-Daten bekannt gemacht hat. In dem Umfang ist jetzt nicht der Einzige, der nach COT-Daten tradet. Es gibt auch uns, aber das ist der, der die COT-Daten bekannt gemacht hat. Deswegen schaut das Buch euch an. Also es lohnt sich, es kostet als PDF, also in der Hardcover kriegt man das nicht mehr. Ich glaube, das wird schon zum Sammelstück und kostet ja sehr teuer. Aber man kriegt das als PDF für 25 Euro. Ist auf jeden Fall ein lohnendes Investment. Swing Trading nach COT-Daten, Buch von Marc Schulz. Also ich habe mir auch meinen kleinen Traum erfüllt, auch ein kleines Büchlein geschrieben über den Trading-Ansatz. Das, was ich heute erzählt habe, also ein bisschen abgerundet. Schaut euch auch das an, auch als PDF, kostet um die 25 Euro. Und da kriegt ihr auf jeden Fall einen guten Überblick und denke mal auch eine gute Ergänzung zu dem Buch davor. So, also Theorie, Zusammenfassung gibt es jetzt auf diese drei Seiten kostenlos, dann diese zwei Bücher für relativ wenig Geld. Dann kommen wir zum Praxis, weil wie ich vorhin gesagt habe, Praxis ist A und O, nur wer praktiziert, wird erfolgreich. Also das ist, ich denke mal, dieser Spruch war auch schon vorher von irgendjemand gesagt worden, aber ich wusste schon nicht mehr von wem, deswegen habe ich mich dazu geschrieben. Das war jetzt gerade bei mir auf der Zunge, wo ich die Präsentation gemacht habe. Und nicht umsonst war ich da in Chicago und stand da quasi am Podium, weil ich das alles, was ich hier erzähle oder was ich hier erzählt habe, auch praktiziert habe. Ja, nun durch Praxis wird das Wissen zur Erfahrung und nur die Erfahrung zählt, nichts anderes. Praxis ist A und O, also wir bieten die Möglichkeit, uns über die Schulter zu schauen in unserer Trading-Gruppe, wie wir das Ganze umsetzen, wie wir das Swing-Trading organisieren, welche Märkte wir auswählen, wie wir sie traden, wo wir reingehen, wo wir rausgehen. Die Pläne posten wir immer einen Tag vorher, ja, und die gelten immer für den nächsten Tag. Deswegen sind wir auch so ultra transparent und leicht überprüfbar, weil wir das alles, was wir in Handelsplänen ankündigen, auch 100% umsetzen. Also Praxis pur bei uns in der Trading-Gruppe. Schaut rein, das ist unter Praxis, www.insiderweg.de Praxis, da ist die Beschreibung, genau oben ist Link. Vielleicht, Steffen, kannst du mal posten. Den kann ich auch nochmal posten, ja. www.insiderweg.de Praxis. Und so sieht unser Mitgliederbereich aus. Also beim Mitgliederbereich haben wir wöchentlich Handelspläne, wo wir die COT-Daten auswerten, den Kaufplan machen. Wir haben tägliche Handelspläne, wo wir die Orders einstellen, die Einstiege planen. Wir haben darüber hinaus noch andere interessante Sachen wie Korrelationstabellen, wie unser Watchlist, welche Märkte wir ausgesucht haben, wie statistische Trends zum Beispiel. Das alles kann man bei uns im Mitgliederbereich finden. Und macht mit, und da bei uns das alles dokumentiert ist, zurück auf 2,5 Jahre, seitdem wir diesen Service gestartet haben, kann man alles hier nachvollziehen. Ja? Und okay, das macht das Ganze sehr wertvoll, weil wenn du dich entschlossen hast, COT-Daten historische Tests zu machen und du möchtest wissen, wie hat Max eigentlich diese Situation gehandelt,
Ja, wo ist der reingekommen, wo ist der rausgekommen? Dann kannst du das in diesem Block finden. Und so kannst du quasi nachverfolgen, wie wir unser Trade umgesetzt haben und maximal davon profitieren, also lernen. Wir bieten auch so ein Coaching-Programm für diejenigen, die sich in das Thema ernsthaft einarbeiten wollen, die langfristig denken und bereit sind, auch hier Geld zu investieren, nicht auszugeben, weil das ist ein Investment. Wir haben sogar Geld-Zurück-Garantie, dass wenn man nicht schafft, das Ausbildungsgeld zurückzuverdienen, dass wir das Geld auszahlen. Bis jetzt haben wir alle unsere Verpflichtungen erfüllt. Und darüber hinaus gibt es auch Möglichkeit, mich live zu erleben, mein Seminar. Und wer da Interesse hat, kann auch zum zweitägigen Seminar kommen, wo ich dann kurz, knapp in so einem gut aufbereiteten, motivierenden Crashkurs, die unser Trading-Ansatz vermittelt. Bin mit meiner Präsentation fertig und ich denke mal, ich habe einen guten Überblick über das Swing Trading bekommen und über den Trading-Ansatz, was wir erfolgreich anwenden.